Juhu, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Sonnenkern, schon in den letzten Part haben wir Mr. Prick. Mach die Maus. Oh Gott, was ist denn los hier? Mal die scheiß Maus im Bild. Die Devilmare gegeben und wir haben Team Magma verprügelt. Und außerdem haben wir, ich kaufe mal Gilgen, gefällt mir so gerade ein, haben wir dann ziemliche Probleme gehabt gegen das Zeich Zubat. Ja, das Zubat hat uns schon irgendwie hart gekontert. ich habe gehört, wir kaufen uns ein paar Gegengift. Wir haben letzten Mal auch relativ viele Tränke verbraucht. Und 8 Dollar. Wunderbar, wir kloppen jetzt sowieso gleich ein paar Trainer. Deswegen ist das nicht so schlimm, dass wir unser Geld etwas auf Null gebracht haben. Route 110. Was soll ich tun? Ich nur stark über den Arm. Radweg nach Malfun City fahren oder die untere Straße nehmen nach Pokémon. Und was willst du von mir? Ich würde überall hingehen, um meine listlichen Pokémon zu präsentieren. Okay, whatever das heißt. Apoko-Fan, also Isa, ein Poko. Plüssel. Bam, ich resiste dich. Ich wollte es nochmal sagen. Verteidigungsmiesen! Verteidigung und mein Innen der schlechten Werte. Mein Angriff ist relativ hoch, aber ich habe halt keinen physischen Angriff. Also keinen physischen. Also ich hoffe, ich lerne in endlicher Zeit Matschbombe. Ich weiß aber nicht, wann es das lernt. Ich glaube, es war als Level 36. Das ist noch ein bisschen hin. Wie viel mache ich denn? Ich glaube, Plus ist ja auch nicht gerade für die krassen Werte bekannt. Es macht einfach nichts. Ich glaube, Sonnenkerne sind sich an einem Punkt angelangt, in dem es einfach nur schlecht ist. Ich meine, klar, Level 15, bam, Kampfarena und so, lief alles noch easy peasy, in Anführungszeichen. Aber jetzt, ich meine, jetzt merkt man halt langsam, ich glaube, wir wollen das bei den nicht gezüchteten Sonnenkernen, das ist ja unser Starter-Sonnenkern. Kabel geht sinnlos übers Mikrofon, so muss es sein. Ich sitze irgendwie auch total schräg gerade im Stuhl. Und ich bin paralysiert. Wie viel macht denn der Megasauger? Genug. Ja, ich glaube, wir müssen einfach aufhören, mit Absorber zu arbeiten. Es hat eine Beere, ne? Eine Sinelbeere. Wunderschön. Plusl. Das erinnert mich an meinen Minum Sweep in Anführungsstrichen gegen den Motzen. In seinem Wendel im Battle. Das ist so gehabt, sogar noch auf YouTube, sogar noch online. Habe ich Random Kampf gegen Motzen gemacht. Und der hat mich halt schon. Das war relativ patt. Er hat halt einen scheiß Hutzasa gehabt. Und hatte noch 3 Pokémon. Das eine war ein Plüssel. Das andere war ein Rotom. Und das letzte war das Legi aus der 4. Gen. Und ich glaube schon mal mit meinem Minum draußen. Was ein Plüssel? Ich weiß es gar nicht. Minum oder Plüssel? Ja, gegen seinen Hutzasa. Und er drückt halt Stachelspur. Nee, Stachelspur, nicht hier. Diese Pseudo-Schlafpuder-Ersatz. Ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Ist ja unwichtig, aber ich habe halt vorher eiskalt die Legato gedrückt. War mein Glück. Mich dann lässt die Blut geboostet und damals durfte man noch Button Pass verwenden. Also Stafette. Ja. Warum drücke ich Absorber? Das macht nicht genug Damage. Weil in Random Battle kann man das immer noch verwenden. Ich weiß nicht, was ein Tier Random Battle ist. Aber wenn man halt ein Team aus Dex Enius bekommt und der Gegner ein paar Ubers hat, denkt man sich schon so. Wait. Und dann ist es auch scheißegal, dass deine Pokémon 10 Level unter deinen sind. Es sind immer noch Ubers. Ja. Ich sage nur Crowdon. Protoquadon hat Werte. Das sind die Werte, wenn er ein Minuswesen hat. 0 DVs, 0 DVs auf Angriff. Ist er immer noch stärker als die meisten Monster, die physisch ausgelegt sind. So. Oh, Schönheit reicht nicht aus. Ja, offensichtlich. Alter, komm, den Weg. Da bin ich jetzt ein bisschen. Ich gehe jetzt ins hohe Grad. Und es kommt einen auf den ersten Schritt. Dieses Pokémon besteht nur aus einem einzig großen Magen. Wie kann es bitte existieren? So. Die Paralyse heile ich jetzt hier unten noch. Wir sind noch nicht so weit gelaufen.
Bam 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 bam. Bam. Welches Level ist denn unser Sonnenkern inzwischen? Ich hab das zwar die ganze Zeit draußen, aber ich achte null auf das Level. 23, ich glaube noch ein Level und dann verwenden wir mal unser anderer Sonnenkern. So. Ja, wie gesagt, ich bin nämlich natürlich aufs nächste Pokémon, hatte dann diese super krasse Legi mit plus 3 Spezialangriff und einen Delegator. Motzen hat ein Pokémon rausgeholt, was abwärts spawnen konnte. Und dann die ganze Zeit in dem Video immer gesagt, oh mein Gott, er sweept jetzt mit Plusl. Oh mein Gott, er sweept jetzt mit Plusl. Oh, das wird eklig. Oh, es kann Giftstachel. Oh, shit. Nein! Ah, ich wollte die Trainerin nicht machen. Ich sollte aufhören, die ganzen Random-Trainer mitzunehmen. Vor allem die, die wahrscheinlich Pokémon haben. Von Typ Gift oder Flug. Die ganzen Aroma-Ladies und so. Das ist echt nicht gut. Ich glaube, ich muss es zacken mit. Ich mache jetzt einmal Megasauger. Und ich muss schauen, wie viel. Ja, das macht wahrscheinlich nicht viel. Es ist resisted, also. Selbst wenn ich mich plus 6 booste, ja. Selbst wenn ich mich plus 6 booste, mache ich vielleicht ein Fünftel Schaden. Deswegen drücke ich jetzt noch einmal Megasauger. Und jetzt choke die KI rum. Und schicke dann mein Sonnenkern mit Kraftreserve Psycho rein. Das sollte auch schneller sein, weil es mäßig ist und alle EVs sind in Spezialangriff und in Init. Und es höheres Level und so. Ich booste mich jetzt hier einfach mal symbolisch. Bam, 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 bam. Ich heile mich ja so langsam hoch. Ich booste mich jetzt auf plus 6. Das macht auch keinen Schaden. Das ist halt resisted. Bam. Wir drücken mal einen Trank. Ich weiß nicht genau, ob wir uns mehr heilen als er. Oh, wir geben uns einen Sprudel. Ich glaube, das ist. Komm, nee, Supertrank ist besser. Sprudel können wir ja am Strand jederzeit holen. Trank. Unser letzten, by the way. Also unser normalen letzten Trank. Ja. Er boostet sich, ich booste mich. Wir boosten uns alle, nur dass ich mich halt noch mit heile. Ich habe quasi Leftovers. Genau, das war. Ein Sonnenkern mit Leftovers, Ilgesam und Verwurzler. Ich glaube schon ziemlich krass in der Heal-Rate. Ich glaube schon. Meine Spezialverteidigung, also von den Werten, die Sonnenkern hat, ist natürlich alles scheiße. Aber von den Werten her ist Spezialverteidigung das zweitbeste neben dem Angriff. Also von denen jetzt hier. Die sind natürlich an sich alle 30. Die haben eine Basissumme von 30 alle. Warum? Ist es Sonnenkern? Noch zweimal. Wie viel Schaden macht es denn? Ich verstehe nicht, er bräuchte eigentlich noch dreimal Giftstachel machen, hätte mich. Aber irgendwie denkt sich die KI so, nö. Dann noch einmal. So, wir sind auf plus 6, ne? Mal sehen, was Megasauger macht. Jetzt komme ich da in Spore, alles klar. Aber ist eigentlich mir egal. Kann er mich nicht mehr vergiften. Das ist auch so ein lustiger Pokémon-Look. Na, an dem Motto, wenn du. Oh Gott, das macht halt ein Sechstel. Wenn du
paralysiert bist, kann es nicht vergiftet werden. Das ist so, aka, wenn ich meinen Schnupfen habe, dann kann ich jetzt nicht mehr die Masern bekommen. Das macht immer noch zu viel Damage. So. Also mehr kann ich nicht tun, als was ich gerade getan habe. Ich bin jetzt plus 6. Spezialangriff mit Verwurzler, um mich gegenzuheilen. Und drücke meine stärkste Attacke, die ich habe. Ich kann nicht mehr tun. Ich bin paralysiert, wunderbar. Die KI müsste halt eigentlich nur dreimal, wahrscheinlich sogar nur dreimal, Giftstachel drücken. Weil es physisch ist und sehr effektiv. Und meine physische Verteidigung schlecht ist. Also, schlechter als die anderen Werte. So. Aber offenbar joke die KI hier gerade richtig rum. Dum, dum, dum. Vor allem, es macht doch einfach. Ich glaube, die KI agiert random. Das heißt, sie drückt mit einer Wahrscheinlichkeit 1 zu 4 irgendeine Attacke. Kann das sein? Das Problem ist, wenn es Absorber verwendet. Heilt es sich natürlich gegen. Deswegen wäre es mir lieber, wenn es die ganze Zeit Wachstum macht oder Stachelspore. Die Frage, ob sie überhaupt Stachelspore macht, weil ich schon einen Stachel-Effekt habe. Ich weiß nicht, wie klug die KI ist. Das Dumme ist, ich glaube, es heilt sich halt ungefähr genauso viel mit Absorber wie ich mit Megasauger. Ja? Möchte ich mal kurz anmerken. Ich habe die stärkere Attacke und mache weniger Schaden. Ah! Crit! Crit, please. Ich kann mich auch nicht einfach... Ich kann nicht einfach einen Trank benutzen. Weil... Dann ist es voll. Ja, es macht Giftstache, super. Bin ich schon tot? Nö. Ich kann mir jetzt gerade nicht leisten, den Trank zu verwenden. Ich könnte es, der nächste Angriff könnte ausreichen. Wenn ich das tanke. Ich hab's getankt. Nein! Nein! Okay, ich muss mich jetzt heilen. Wie viel KP habe ich denn? Ja, okay, ein Supertrank reicht aus. Giftstachel. Nein, ich absorbe. Das ist wieder fast voll. Okay, es heilt auch nicht so viel, wie ich dachte. Jetzt brauchen wir wieder zwei Angriffe. Safe oder ein Crit. Ein Crit könnte ausreichen. Das Problem ist einfach nur... Wir haben nur noch einen Megasauger. Ja, das war's. Quasi. Ja, ein Crit reicht, ne, aber... Das war ein Crit! Das war ein Crit mit dem längsten Megasauger! Ah, nice! Leck mich, Aroma Lady, leck mich hart. Ich hole mir jetzt oben meine, was auch immer da liegt. Na, oh Gott, ich glaube, welches Level hat denn das jetzt? Wo steht denn das? Level 23. Wir schieben das erstmal nach hinten, arbeiten mit den anderen Monkern weiter. Ah, oh Gott. Ein Krampf, der deinen Namen trägt. Megablock. Cool. Ich glaube, diese Bären, die lasse ich mal. Ich werde sie halt... Normalerweise würde ich sagen, jo, kein Problem, weil ich quasi schon die richtigen Items habe, in Anführungsstrichen. Werde ich sie eher nicht verwenden. Wow. So. Ich habe da auch gesehen, wir haben einen Doppelkampf gegen die Zwillinge, den machen wir mal noch auf jeden Fall. Aber Turniere ist etwas anderes, Sonnenkern ist dann Tausch-Pokémon. Und ist natürlich auch eigentlich tatsächlich bessere Werte, glaube ich. Hat es bessere Werte, obwohl es deutlich tiefer ist vom Level. Das Level 12. Deine Werte sind
Nö, die sind schon schlechter. Das hat halt andere Angriffe, die halt deutlich besser sind, ne? Hat deutlich besseren Werte. Und eine Kraftreserve Wasser. Kämpft mit mir! Jo, wir kämpfen als Team! Jo könnte fast der Ausruf sein. Von heraus und Zwillinge Nora und Jo. Mit Plus und Minum. Das ist okay. Dann machst du eine Matschbombe auf Plüssel und tust einfach mal. Ach, das ist Psykern. Ah, ich hatte die falsch getauscht. Na, ist egal, dann drückst du einfach mal Gigasauge aufs andere. Ich habe das falsche Pokémon aus der Position gehabt. Ah, okay, gut, dass ich mit dem physischen Angriff angreife. Diesmal tatsächlich wirklich. Psykern ist schneller, klar, weil es ein höheres Level hat. Das reicht nicht mehr aus. Das ist maximales mäßiges Wesen! Oh, ich hab's vergiftet, nice. Nice. Alles klar, Fokus Minum. Bloß es stirbt immer so bald. Keine Ahnung. Gigasauger. Lustig ist, die können ja theoretisch beide rechte Hand benutzen, nein, ich liege schief. Aber senken halt unseren Angriff einfach weiter. Ich will einfach das Minium jetzt auch noch vergiften, ne? Dann kann ich auch wieder speziell angreifen. So. Oh, das hat doch mehr Damage gemacht als gedacht. Ich denke mal, das reicht sogar schon aus. Ja, es reicht aus, definitiv. Bam, Level 13. Megasauger. Ich glaube nicht, Bosskern, dass du Megasauger. Ja. Bosskern hat halt schon die richtigen Attacken. 21. Psykern, yay. Ja, komm, dann Gigasauger und Gigasauger, ne? Ja, das macht Sinn, dass du jetzt rechte Hand drückst. Definitiv. So, Gigasauger auch von Bosskern. Es reicht aus. Jo. Bam, Level 14. Beste Herz, wir haben verloren. Was sagt die andere? Du musst auf allen möglichen achten, wenn du gegen zwei Trainer achten trittst. Ja, zum Beispiel, dass ich die richtigen Pokémon am richtigen Ort habe. So rum. Oh, das ist ein... Ich glaube, das ist auch so ein Poké-Fan. Ich hoffe, er hat keinen Pflanzen- oder Flug-Pokémon. Das wäre jetzt echt scheiße. Okay, er hat einen Eneko. Das ist schon mal nur vom Typ normal. Wir drücken als erstes mal... Ach komm, wir drücken einfach Matschbombe. Warum habe ich eigentlich Boss keine Synthese beigebracht? Ich habe Tränke. Na egal. Habe ich überhaupt einen Aufwecker? Habe ich überhaupt einen Aufwecker? Ich glaube ja. Ich glaube, ich hatte mir damit eingekauft. Oder... Weil ich einen Ball dafür... Einen Ball... Nö. Das wird jetzt etwas eklig. Bitte wach auf. Ich glaube, Gigasauger ist sogar besser, weil es stärker ist. Klar, Gigasauger ist besser. Komm, drücke ich den Matschbombe. Ich glaube, die 4 Punkte habe ich tatsächlich in den Angriff gesteckt. Oh Gott! Diese Neko! Alter! Greif an! Nein! Alter! Warum? Sonnenkern, please! Ah. Nein!
Es kann Heuler, Duplex-Hieb, Gesang und Anziehung. Oder war es Rutenschlag? Es war Rutenschlag. Alter. Ja, das sind Überreste, ne? Ja, 2 KP. Sonnenkern. Ich glaube, Sonnenkern ist jetzt die Wahl. Und dann mit einem Gigasaurus schnell draufhauen. Ja, es kann Rundschlag, Duplexi, Anziehung und Gesang. One-Hitte das bitte. Es wird nicht für einen One-Hit reichen. Und bitte mach jetzt nicht Gesang oder Duplexi. Ja, danke. Danke! Vielen Dank. Fast wertig in Nico. Ja, du hast noch eine Beere oder irgendwas. Aber bei dem Damage Output, denke ich mal, soll das auch so gehen. Jupp, wunderbar. Jo. Oh, was aber auch so ein liebes Pokémon. Deine Mutter. Ja, komm, wir machen das. Es ist ein Wassertrainer, das heißt, ich kann. Jetzt wieder. Ich kann einfach, ich tausche einfach aus, natürlich nicht. Ich will es aber eigentlich ein bisschen höher leveln. Carpator, eigentlich kann ich da auch fast drin bleiben, bis aufwacht. Haha, instant aufgewacht. Kann mich auch hoch rein am Gegner, ne? Nein, 10. Nein, nicht mal. 8. 8. 8 KP. 8 KP. Okay, jetzt kommt ein Tacher, das ist. Ich heile mich ja sowieso mit Überresten 2 KP, ne? Das ist viel schneller, obwohl. Naja, ist egal. Wenn ich mich jetzt selber hitte, dann macht das nicht so viel Damage wie bei den anderen Sonnenkernen. Super. Ich glaube, es ist ungefähr die Hälfte. Ja, ungefähr die Hälfte. Das Dumme ist, er kann Giftstach. Oh, 31 DVs. 31 DVs, sag ich nur. Das sind die 31 DVs. Deswegen habe ich es so gut weggesteckt. Bäm, Level 15. Noch ein Carpador, ist okay. Oh, ich merke schon, ja, ich weiß, 23 Minuten Part. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich denke mal, es reicht nicht für einen One-Hit. Es ist ein Two-Hit. Es ist nur ein Two-Hit. Auch mit Gigasauger. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ah, es reicht. Sehr gut. Doch. Okay. Es war selbe Level. Eigentlich hat Carpador gar keine so schlechte Spezialität. Angler Angstger. Ach, verloren. Dann bin ich doch wütend. So, Guys. Der will nicht kämpfen, ne? Ja. Genau, das heißt, im nächsten Part geht es hier weiter. Ich gehe jetzt nochmal ins Pokémon Center, kann ich mich heilen. Und dann geht es weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.